Ja. You helped me see the humans' real intentions. I must retreat to Waterfall Valley and contemplate the situation in peace and quiet. I was right to choose you as my counselor. Continue your experiments on the piece of crystal while I'm away. I want to know all about its properties. It's an honor to be your counselor, my queen. I know you will come to a wise decision. Zerstört die Memorengrube. Die Dämonendrohne im Wald niederzubrennen. We've been attacked. As the Queen's counselor, you must take measures. The fire demons broke loose. That's bad enough. But there is a magma demon with them. They're going to reduce our trees to ash if we don't stop them. Okay. Your order is clear. Die Dämonengrube ist allerdings schon im Eimer. Besser gesagt, sie war im Eimer. Ich glaube, sie ist wieder in Ordnung. Ja. I know this place. Yes? Also ja, ein paar Dämonen abmurksen. Sollte auch kein so großes Problem werden. Denke ich mal. Fall in! No one can compare with us. Do you call for me? Ich meine, das Gute ist, die Dämonen regenerieren sich jetzt gerade erstmal nur. Das ist zum Glück sehr langsam. At your service. I know this place. Zu diesen Geistern steht hier irgendwie nichts. Wahrscheinlich, weil wir nie welche hatten. Aber wir hatten doch einen. Eyes right. I know this place. Naja. I know this place. Lustig ist auch, dass die Jungs hier nur Einführung kosten auf dieser Map. Yes? Das sind ja eigentlich schwarze Krieger oder dunkle Krieger. Ja, dunkle Krieger. Your order is clear. Your order is clear. Your order is clear. Hallo Chaos, Alter. Wen oder was haben wir hier drin? I know this place. Ah. Den Großen. We can do it together. As you please. Achso, der gehört gar nicht zum Knoten dazu, sondern der da gehört zum Knoten.
I must be seeing things again. Are the trees walking? Ich scheine schon wieder zu halluzinieren. Laufen diese Bäume? Have you seen the walking trees before? These trees protect the elven forests. If the forests are in danger, the trees become terrible oak monsters that kill whoever is harming the forest. Ihr habt die laufenden Bäume schon mal gesehen? Sie beschützen die Elfenwälder. Ist der Wald in Gefahr, werden die Bäume zu schrecklichen Eichenmonstern, die jeden töten, der dem Wald schadet. With an army of such creatures, the elves could crush your enemies and dictate your will to the other races of Denmore. Mit einer Armee solcher Kreaturen könnten die Elfen ihre Feinde zerschmettern und den anderen Rassen Denmore ihren Willen aufzwingen. It's strange to hear you say such things. Why would elves want to wield power over other races? Seltsam, dass ihr so etwas sagt. Warum sollten die Elfen den anderen Rassen ihren Willen aufzwingen? Besides, the walking trees would never leave the forest. It's their home, and they live to protect it from invaders. Außerdem würden die laufenden Bäume den Wald niemals verlassen. Das ist ihre Heimat, die sie beschützen. Fair enough. But why don't I see them more often? Das ist ihr gutes Recht, aber warum sieht man sie so selten? They're indistinguishable from other trees when everything is quiet in the forest. Wenn es im Wald ruhig ist, kann man sich von anderen Bäumen unterscheiden. You've surely seen the forest spirits, though. These creatures possess the trees in times of trouble and turn them into those formidable monsters. Aber ihr habt doch gewiss schon die Waldgeister gesehen. Diese Geister nehmen in Zeiten der Not Besitz von Bäumen und verwandeln sie in unglaubliche Monster. Those tiny creatures perform such magic. Diese winzigen Kreaturen sind zu solcher Magie fähig? The forest spirits are basically good-natured creatures, but if the forest is threatened, their tremendous rage and power is bestowed upon the oak monsters to fight the destructors. Die Waldgeister sind gutmütige Kreaturen. Wird der Wald jedoch bedroht, überträgt sich ihre Wut und ihre Macht auf die Eichenmonster, die die Eindringlinge bekämpfen. I could use the secret of the oak monsters to destroy humans. The harm they do with their brutal axes could instill sufficient hatred in the forest spirits. But how can I enrage the spirits away from the watchful eyes of the elves? Ich könnte das Geheimnis der Eichenmonster verwenden, um die Menschen zu vernichten. Der Schaden, den sie mit ihren brutalen Äxten anrichten, würden die Waldgeister erzürnen. Aber wie geht mir das, ohne dass die wachsamen Elfen Wind davon bekommen? Ja. Aufträge, zerstört die Behausung der Waldgeister. Mein Fluch wird die Waldgeister mit Hass auf die Menschen erfüllen. Mhm. As you please. Also ja, euch parke ich erstmal hier. As you please. Weil jetzt geht es daran, diese Behausungen zu zerstören. Und ich habe dafür zwei Möglichkeiten. Entweder ich heuer in der Stadt, also in der menschlichen Stadt, Soldaten an und hetzt die auf die Behausungen. Oder ich mache es auf die geschickte Art. Erstmal bräuchte ich mehr Erfahrungspunkte. Also ja, ich komme nicht an euch vorbei. Deswegen gucke ich mal, wo steht er rum. Müsste hier doch irgendwo rumstehen. Ja, tut er aber nicht. Also ich sehe ihn nicht. Also muss ich wirklich erst einmal mit Karacho an der ersten Behausung vorbeirennen. Die verfolgen mich zum Glück nicht. Eigentlich müsste er hier sein. Oder war er doch ganz am Ende, was nervig wäre. Also wenn er hier drüben stehen würde. Oder ich gucke gerade am ganz falschen Ort.
Nein, hier ist auch niemand aufgetaucht. Also. Müssen wir noch weiter? Und ja, alles, was die Elfen mit sich rumschleppen, kann ich dann in der Stadt verkaufen. Wo rennt ihr hin? Ihr sollt da lang gehen. Mann, können die sich schnell bewegen. Immer wieder krass. We are under attack. So, weiter verfolgen Sie mich gerade nicht. Dann bin ich jetzt komplett blind. Oder muss ich erst die erste Behausung zerstören, bevor ich diese Unterstützung kriege? Oh, hier wird auf mich geschossen. My troops are under attack. Normalerweise sollte es an diesem Ort sein. Okay, jetzt hängt einer von euch fest. Das ist nicht so gut. Ich bin ja froh, dass ich den Trupp habe, sonst würde das um einiges schwieriger werden. Aber ja, reißen wir erstmal die erste Behausung einfach nieder und hoffen damit das Beste. So. It wasn't hard to destroy the first dwelling. I'm not so sure about the others. Ich war mir nicht sicher, die
Es war nicht schwer, die erste Pausung zu zerstören, aber mit den anderen bin ich mir nicht so sicher. Ja, jetzt sollten wir das getriggert haben. Mhm.